Haare sind nicht über den Ohren. Stunde geschlafen, ey, sind fucking müde. Ich hab. Alter, ich glaub gerade, leckt ja einer mal. Oh, oh, Dinger, die. Lass dich einfach fallen. Aloha, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Schmink-Battle-Stream hier am Sonntagabend. Sponsored bei Ubisoft, vielen lieben Dank an der Stelle. Wir gucken uns an, wie die anderen ein Schmink-Battle machen. Und Chat, haltet euch fest, die anderen sind gerade noch auf leise gestellt, by the way. Haltet euch fest, wir haben nicht nur diese eine Perspektive, wir haben auch noch die Perspektive, damit wir Sebastian besser sehen können. Und wir haben auch noch die Perspektive, wenn wir uns Nancy genauer angucken wollen. Und wir haben noch die Perspektive, wenn wir keinen Bock auf die Hauptperspektive haben, sondern beide von ein bisschen näher sehen wollen. Krass. Nur werden die anderen uns die meiste Zeit nicht hören. Heißt das, die hören uns jetzt? Die hören uns jetzt, ja. Ach so, ah, hallo. Die Challenge heute. Hallo, meine Lieben. Die Challenge heute ist Team Nancy gegen Team Pietsmeet treten heute an im Schminkbattle. Und Christian wird heute mich schminken. Das ist seine Challenge. Ich finde es ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, weil ich möchte nicht das Maß jetzt so hochsetzen, aber ich glaube, Chris hat nicht wirklich eine Chance gegen mich. Wow! Wow! Ich meine, Kunst macht richtig gut und. Nee, war ich nicht. Ich war richtig okay. Krass. Vor allen Dingen schminke ich mich ja eh immer selber auf meinem Kanal, deswegen ist das. Ich switch ab und zu einfach, Chat. Einmal um deine Augen. Ich switch einfach ab und zu. Ja, das wäre ziemlich genau einmal rum. Ja, ja. Okay. Wieso okay? Hat... Ja, du machst es super. Ja, du machst das super. Ich alles richtig. Chris, alles richtig gemacht. Das geht auch. Ja, das ist jetzt gerade auch optimal, wenn Christian sich exakt voll. Ey, das sieht aus, als würde ich dir so eine Superheldenmaske machen. Ohne Spaß. Ich zeige euch jetzt mal die Vorlage, Chat. Zähne? Ich soll nicht die Zähne bemalen? Nein, da sind doch Zähne drauf. Die Lippen als Zähne malen, meint sie. Mal kurz der Zwischenstand bei Nancy. Ja, okay. Ja, und der macht das jetzt schon. Ja, dann machen wir das jetzt schon. Versuch. Die ist in der Viertelstunde. Da brauche ich aber einen etwas kleineren Flinsel. Das sieht irgendwie aus, als wenn Nancy dafür nicht so lange braucht. Oh, Sepp. Lass mal, okay, Pink werde ich nicht ganz treffen. Dafür haben wir aber ein Pink mit Gloss oder Metalleffekt. Alter, sowas krasses hat Nancy nicht. Also, stimmt. Nee, hat die nicht. Das so krasses hat Nancy nicht. Chat, welche Farbe hättet ihr denn als nächstes? Ihr seht, okay, vielleicht seht ihr das Bild ja auch oder kennt das Bild. Wir können den Unterkiefer schwarz machen, oder? Da bist du ja. Ja, da ist ja eigentlich nichts mehr. Da hast du eigentlich vollkommen recht. Guck mal da, Badass Baby Nippel sagt schwarz. Da haben wir alles auf dem Kiefer. Badass Baby Nippel. Ja, dieser gelbe. Ich weiß gar nicht. Wie oft denn dieser Name ist. Anderen besser. Oh shit, ich hab vergessen, das Schlemmerfilet zu fotografieren. Wieso ist das dann wie so ein Z? Na, kannst du ja noch machen. Ah, nee, doch, Moment. Der ist gespalten. Und der Z geht einmal so. Ja, das kriegen wir schon hin, das machen wir mit weiß drüber. Ja. Okay. Wir machen jetzt. Ja, gut, okay. Schwarz. Ich sehe die Problematik. Wir können jetzt auch voll die über die Themen reden und die kriegen nur halt so einen Teil vom jetzt Chat. Ja, die kriegen halt nur den Chat so ein bisschen mit so. Genau, schreibt mal in den Chat. Boah, das habt ihr zu Nancy geleakt, voll die Frechheit. Ja, aber die sind ja oh, das wäre der Shit, wenn ihr dann jetzt alle schreibt. Ja. Das hätte ich von Nancy ja nicht gedacht. Ja. Oh, Leak. Viel größere. Lieber Chat, das hier ist der Link zu Nancys Kanal, ja. Chat ist gut am Start. Oh, jetzt kommt der Blick aufs Handy. Oh, jetzt kommt die Verwirrung. Nee. Was? Was geht denn jetzt ab? Hellgrün. Was schreiben die jetzt in meinen Chat? Ey, die haben einfach die Pizza in meinen Chat geschickt. Die haben euren Chat jetzt in meinen Chat geschickt und schreiben, das hätte ich von Nancy nicht erwartet. Oh, Nancy. Entscheiden sich mal die richtigen Leute bei dir im Chat. Nicht nur deine drei Mods, die da die ganze Zeit kommentieren. Als ob eine Nancy, so eine Nancy. Sepp, ich sag mal so, der Bart ist nicht optimal. Nee, das stimmt. Aber das ist doch wieder der Ausgleich, weil Gott das kann. Ist ja mal schneller. Ja, das stimmt. Wenn du gewinnst, kann ich ja versagen, du machst das ja auch immer öfter. Wenn ich gewinne, dann habe ich noch mehr gewonnen. Das stimmt. Meinst du, wie ich mit... Geilste ist keiner von denen, glaube ich, checkt das gerade. Wieso haben die denn eigentlich, wenn die sich selber anmalen? Oh Mann, Alter, der könnte ja Magnum gerade sein. Das kann ich nicht mal, wenn ich den angucke.
Ich finde Christian auch komisch, dass er diesen Bart gemalt hat und dann jetzt sagt, okay, jetzt sind wir ganz fein. Jetzt machen wir die Stirn. So der Bart ist fertig. Also. El Seppo ist am Start. Dann können wir gleich eine Bank überfahren. Sebastian, dunkel, jetzt bitte dunkel, ein bisschen Spanisch reden. Spanisch, Spanisch. Christian, du kannst doch Spanisch, ne? Ja. Hola, si, señor. Kommst du denn jetzt muchas auf Spanisch? Muchas gracias. Kommst du denn jetzt auf Spanisch? Hast du einen Urlaub gemacht oder was? Ja, mit Peter damals. Christian tiene un pequeño. Pequeño? Haben wir jetzt gemutet? Alter, wieso sieht Peter eigentlich so blass aus? Den müssen wir auch mal schminken. Nö, ist gut. Peter schminken wir euch auch. Ich brauche was für Nancy noch. Christian hat einen kleinen. Ja. Du kannst auch Spanisch, oder? Ich kann ja nicht mal Englisch. Deutsch? Ein bisschen, ja. Kannst du sonst noch Fritton Sprachen? Gar nicht. Latein? Was? Nein. Wer kann denn noch Latein? Ja, ich kann Latein. Oh, Latein, aber Moment, das können wir auch sprechen. Klar, ja, kein Problem. Toll. Ego enim princeps mundi. Ego enem princeps mundi. So, jetzt ist aber mal jetzt am Booster. Okay, was hat er gesagt? Ich bin der Herrscher der Welt. Der sieht auch so aus. Ja, okay. Alter, Steinschlag. Tendo testiculos grandos. Tendo okay, testiculos grandes. Tengo hört das sich irgendwie nicht mehr Latein. Nancy. Ich hab große Hose. Tendo testiculos grandes. Tendo testiculos halt. Oh Gott, aufs Baden ist noch mal. Ich weiß es nicht, aber. Nicht tenticulos. Also, ich werde jetzt nichts sagen, wo ich nicht weiß, was es bedeutet. Ja, selbst schon. Okay. Ja, selbst schon. Chat, ja. Wie findet er denn die Formatidee, dass wir so ein Live-Ding machen, aber gleichzeitig auch noch live drauf racken? Die lutschen wir immer alle sauber. Ist das cool? Dann. Oder eher nicht so? Nein, okay. Ich hätte irgendwie mal wieder sagen, das ist positives sagen. Feedback, würde ich sagen. Ich bin dem Schwarz ein bisschen überdrüssig. Guck mal, der Chat feiert voll, was du gemacht hast, Christian. Ja. Also im Chat sind die alle richtig abgeraten. Ja, aber es ist wild. Ja, das ist glaube ich. Ich wäre ja geil, wenn Sip jetzt einfach so schlafen vom Stuhl fällt. Das wäre halt echt so geil. Wenn er jetzt einfach einschlafen würde. Das wäre der Shit. Lachen. Ich bin bei der Zahnbehandlung von mir mal eingeschlafen. Ja, ein guter Arzt, möchte ich mal sagen. Ich gucke auch doof. Was ist das denn? Krass Fliege, Junge, geh mal weg hier. Bram wird angegriffen, Junge! Ich hab's genau gesehen in der Facecam! Alter, kommt schon wieder, what the fuck, Alter? Du bist so ein alter Kriegsbomber. Spitfire, Junge, die auf Bram losgeht. Wir sind in der Boden. Ja, gestern war es eine Biene, heute ist eine Fliege. Seid echt so, ich weiß auch nicht, was hier los ist. War es ein Heupferd? Pass auf, mit deinen Füßen. Boah, Alter, Bram verfolgt sie, Junge. Ich muss ihn mal gerade angucken, sitzt rechts auf meinem Bildschirm jetzt. Jetzt zu essen kriegt. Also heute hat er fuck, jetzt haben zwei hier drin. Was ist denn jetzt hier los? Alter, die sind so schnell vermehrt. Nee. Wow, ja. Oh, die ist voll. Die Fliege läuft gerade im Kreis über meinen Ring. Aber was ist denn mit der zweiten Fliege? Die sehe ich gerade nicht. Also, liegt da jetzt eine Wurst? Der liegt jetzt eine Wurst. Ja, der war gerade essen und jetzt geht er kacken. Das hört sich ganz schön anstrengend an. Ja, der buddelt jetzt. Der buddelt erstmal bis nach Australien. Hört sich an. Und dann legt er da die Bombe und dann haut er ab. Ist der so schwer am Atmen? Nee, das war ein Motorrad. Dieser Vergleich. Ja. Ach so, dann ist der Vater da hin und her. Hört sich anstrengend. Der buddelt bis nach Australien. Ja, auch schade, dass es keine Sammy-Cam gibt. Das werden wir uns auf die To-Do-Liste schreiben. Ja, ansonsten könnten wir jetzt gucken, wie Sammy am Kacken ist. Das ja. Ist wie Sammy Bomben auf Australien wirft. Wo ist Sammy jetzt hin? Ist hinter, genau in Nancy's Cam kannst oh, du oh ja, ich habe ihn gesehen. Oh, da. Nice! Nice Move! Jetzt scheißt er da rund. Oder Scheiße, so ein ist geiles Haarknäuel. Weißt du, er kotzt da jetzt so eine. Wie Katzen das manchmal so rauswürgen, weißt du? Ja.
Wenn ich jetzt schreie, hilft das nicht. Wenn wir einfach darüber stehen. Dann hat es aber auch nicht verdient. Wir wollen ja nicht zu gemein sein hier. Chat, es gibt immer so eine gewisse Grenze, was noch lustig ist und was die Grenze überschreitet. Genau. Sebastian ist halt vielleicht echt übermüdet. Den jetzt anzuschreien ist schon, das ist leicht Übergrenze. Okay, das ist gemein. Wenn die schwarze Farbe trocken ist. Ja, wir könnten so ASMR für ihn machen. Einfach. Tu dir jetzt in die Fresse. What the fuck? What the fuck? Das hab ich nicht gerechnet, dass das jetzt kommt. Ich dachte jetzt eher so, hey, schlafen. Mal gucken, ob er wegnickt. Das wäre doch cool. Aber ich hab mir schon mal die Krone Pummelow, auf. So weit bist du schon, wenn du die Krone auf hast, wie, also, hast du deine Haare hochgesteckt? Der ist kaputt. Ja, weil er hat ja keine Haare da so rundherum. Ja, soll ich mal die Haare auch abrasieren? Also ich hab an der Seite, hab ich kurz. Ja, aber so kurz nicht. Ja, dann müssen wir jetzt die nochmal eben schnell kurz schneiden. What? Bram, was hast du dem gesagt? Ich hab gesagt, sag mal, Nancy, sonst die Haare abschneiden, nur den Satz. Und den Rest hat er sich selbst gedacht. Wir könnten wirklich in einen anderen Channel gehen und Sepp jetzt so ASMR einen vorsummen oder so. Mal gucken, was passiert. Doch, dein schwarzes Ohr ist cooler. Deine Haare sind nicht über den Ohren. Ich bin fucking müde, ich hab eine Stunde geschlafen diese Nacht. Und gleich krieg ich ASMR. Alter, ich glaub gerade leckt mir einer mein Ohr aus. Ja. Was machst du denn da? Ihr könnt ja aufhören, ich glaube, sowas dürfen wir nicht zeigen hier auf dem Channel. Wir dürften nur noch in die Totale, nicht mehr in die Totale, Peter. Hallo, es passieren hier Sebastian. Dinge, die. Lass dich einfach fallen. Ich stehe total. An ich etwas total Schönes. Auf das mit den Fingernägeln. Ja. Was zum Geier macht ihr da? Oh, ich hab Gänsehaut. Auch geil ist, wenn das mit den so draufklackeln. Ist auch super. Weißt du, so wie mit jedem Finger einzeln. Ja, genau, aber mit den Fingernägeln. Ich mach mal so, ich will schon mal laufen. Fisch mal einzupacken. Kriegt doch Ärger sonst. Okay, ich glaube, das reicht. Kriegt das noch nicht. Ne? Was? Hast du ein Loch im Ohr? Nee, ich hab dazwischen ein Loch. Hä? Ja, ist noch die goldene Emma für dieses Stream. Ja, vielleicht, mal gucken. Ohrring ist im Läppchen und Piercing ist überall anders, glaube ich. Gib dem armen Jungen doch endlich Drogen. Ich sehe aus wie ein Affe. So, Chat, jetzt haben wir es hier festgestellt. Nancy sieht aus wie ein Affe. Christian hat halt gezaubert, dass ich aussehe wie das Original. Nancy sieht aus wie die Vorgabe. Wenn der Nancy bei Wish bestellt. Abstimmung. Abstimmung. Jetzt? Weil ich jetzt mach mal ein Foto von mir hier für. Ja. So, lieber Chat, liebe Mods bei Nancy auch im Chat. Ihr müsst auch eine Abstimmung starten. Wer gewinnt? Nancy oder Sepp? Alter, Nancy's Kamera ist mega der Shit. Die voll der Brainfuck einfach nur richtig cool. Ja, ist halt echt so. Als wenn es Absicht wäre. Ja. Und Sepp sieht dagegen voll billig aus. Ja, ist halt wirklich so. Wobei, das ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Sepp gar nicht so schlecht aussieht, wie ich erwartet habe. Das stimmt. Das auf jeden Fall. Also, das wäre jetzt noch cool, wenn die so einen grünen Schal hätten und noch so einen Kapuzenpulli. Weil so sitzt er auch so stehen bleibt. Ja. Ich dachte wirklich ganz kurz, dass das eingefroren wäre. Ich mach das immer. Ich bin abgeguckt beim Profi. Oh mein Gott. Und damit hat Nancy offiziell gewonnen. Gerade mein Handy erkennt mein Gesicht nicht. 75%. Yay! Was? Das sieht ganz eindeutig Nancy. 75%? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Nancy. Was? Aber Chris, dein Ziel finde ich auch stark aus. Das wird 20 Mal besser, als ich das hier gekriegt hätte. Ja, ist wirklich so. Bei mir genauso.
Also good job an alle Beteiligten hier. Ja. Das war unser kleiner Event-Stream zu Watch Dogs Legion. Vielen lieben Dank, dass so einige von euch dann auch die Collector's Edition vorbestellt haben. Und ich muss sagen, das hat unfassbar viel Spaß gemacht mit euch jetzt hier. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, ob das funktioniert technisch, ob es überhaupt lustig ist. Und meiner Meinung nach hat das alles sehr gut funktioniert sogar. Und ja. War verdammt genial. Und dazu noch, ich lach mir seit 2 Stunden in den Ast. Sehr gut. Ja, das war's.